Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Darkest Dungeon. Wir haben in der letzten Folge oder zum Ende der letzten Folge schon mal mit dem ersten Kampf hier zu tun gehabt und gucken jetzt mal hier weiter. Achso, oh nein, sie öffnet es doch. Okay, aber war positiv. Wealth beyond measure, awarded to the brave and Ah, the guck mal, das hat sie foolhardy jetzt nämlich gefunden, alike. weil wir sie dabei haben. Krass. Okay, aber wir kriegen, glaube ich, ja, nicht alles mit. Nur kurz gucken. Sie, was hat sie eigentlich hier für ein Besessen von Nahrung? Das war Nahrung eben? Okay. Das haben aber alle Trinkets, ne? Ja, genau. Nur mal einmal schauen. Tagebuchseite. Bin ja nicht so ein Tagebuch-Fan. Ich weiß nicht, ob man die alle sammeln muss. Wir brauchen, ja, Heilkräuter brauchen wir nicht unbedingt. Also, könnte man schon nehmen, aber. Um halt hier irgendwelche Sachen zu freizuschalten. The way is lit. The path is clear. Gucken wir mal. We require only the strength to follow it. In geringer Bedeutung, okay. Okay, er lässt sich schützen. Geht ja schon mal gut los hier. Treffen wir dann auch mal, danke. So, du darfst ein Ziel schwächen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir schwächen den. Weil der wird jetzt. Ah ne, der wird gar nicht. Ah. Der hat sich gar nicht schützen lassen von dem, sondern der hat den nur gebufft. Alles klar. Ja, ich lass mal alle bluten. Oder kommt er auf den letzten? Kommt er auch? Wie viel Schaden macht er damit? 5 bis 8. Und bluten. Naja, mal gucken. 50%. Schade, je. Okay, das wird, glaube ich, eine sportliche Runde hier. Kommt er nach hinten? Gifthauch kann er machen, ja. Der hat noch 5 Leben, alles klar. Betäuben geht bei dem Semi. Probieren wir. Hat geklappt. Sehr nice, weil der wäre jetzt noch dran gewesen, so nicht. Ist noch 2 Runden gestärkt. Alles klar. Oh, sehr gut, ausgewichen. Perfekt, weil dann kann der 1 bis 1, der macht einen Schaden und bluten. Nee, wir machen den nochmal. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja, sonst wäre zu wenig Schaden gewesen. Der macht zu viel Stress hier sonst. So, Gifthauch oder einfach Schaden? Wie viel? 3 bis 5 nur? Heißt das minus 1 Schaden? Hä? Also, dass er definitiv keinen Schaden macht, sollte das bedeuten, oder? Naja. Ausgewichen, sehr gut. 4 Schaden ist in Ordnung. Wieder Bluten widersetzt, sehr gut. Okay. Wir könnten Gruppen hier mal reinballern. Obwohl, ne, brauchen wir noch nicht. Wir machen weiterhin Schaden. Betäuben. 25. Wir probieren das mal bei dem Typen. Schade. Dann. Sechs bis 12. Nur einen töten hier von denen. Und wir gleich mit dem Hundi hier einmal einen Gruppenangriff machen und dann müsste. Ja, nee, ist er noch nicht down. Bis 3 zu 80%. 80%. Falls wir den nicht töten, können wir den vielleicht noch mal schwächen. Ich bin mal einem. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, Dämpfe. Hauen wir wieder auf ihn rauf. Ja.
Er hat, glaube ich, auch eine relativ hohe Abwehr, ne? Ja, 33%. Ah. Okay, mit dem müssen wir hier rauf. Ey, 4 Schaden nur. Er schützt sich. Sollten wir heilen. Betäuben? Ja, sehr nice. So, bitte mal eine ordentliche Heilung. Die junge Dame hier hinten. Und... ja. 4, ey. Obwohl, wenn er dran ist, ist er... nee, noch nicht ganz. Er ist noch nicht ganz down, wenn er dran ist. Wir machen eine Hetzjagd, glaube ich. Oder wir töten ihn. Was, er hat ja eine scheiß Geschwindigkeit, ne? Da müssten wir nochmal welche vorher... ja, sehr nice. Man kann die sich selbst heilen? Bisschen? Selbst stärken nur. Komm. Kann, ja, der braucht sich nicht heilen, der ist bei 100, ne? Ja, 37. Stresslinderung, ja komm. Nehmen wir mit. Und erst down, wenn er dran ist. Ja, er ist down, wenn er dran ist. Also heilen wir... ne, wir machen Gruppen hier. Komm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Alter Schwede, wir kriegen so viele Sachen mit der Lady. Das Ding ist 1200 wert. Ich glaube, ich hau das Tagebuch weg, ey. Das hat 250 Wert. Weil die, ich meine, die bringen auch mindestens 1200. Viel zu viele Sachen dabei, ey. Ich hau das mal weg. Hau das mal weg. Und guck mal, was wir hier drin finden. Wer weiß, welche Kostbarkeit sie enthält. Ich glaube, mit einer Schaufel, oder? Ja. Oh, es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn ich das mit ihr gemacht hätte. So, weiter geht's. Alter Schwede. Kann ich es nicht lesen? Doch, ja. Also vielleicht reicht es ja, wenn ich es nur anklicke. Gegengift brauchen wir nicht. The light, the promise of safety. Oh, Falle. Die haben wir leider nicht gesehen. Ambushed by foul invention. Konnten wir auch nicht sehen. Wir haben relativ viele Fackeln noch, aber wir haben natürlich auch ein blödes Ding, wie wir laufen müssen. Dann machen wir das mal so. Oh nein, wir wurden überrascht. Das ist scheiße. Das ist nicht gut, ey. Okay, sie ist trotzdem schon dran. Ja, ich schick sie. Ja, ich schick sie nach einer Runde nach hinten, sonst kann er nicht, nichts machen. Genau, er kann ja zumindest von hier ein bisschen was machen. Ja, die kriegt auch nicht was ab, ey. Alter Schwede. Nicht, dass sie uns hier drauf geht. Okay, er schützt den. Ich glaube, wir müssen das so machen.
Sonst geht die uns drauf hier. Die hat noch 5 HP. Sehr gut. Stress. Sehr gut. Gut, wo die hier hinten stehen, ist eigentlich egal. So. Also, er blutet, er kriegt einen Schaden und hat 3. Macht er wenigstens einen... Ja, er macht einen Schaden damit. Ja, perfekt. Hat er auch getroffen. Ah, aber widersetzt. Scheiße. Wie lange ist denn der noch eine Runde? Eieiei. Selbststärken, ein zurück. Mugwi. Und volle Heilung. Oh, auf Gruppen hier wäre mal ganz gut, ne? Guter Gruppen hier. So, pass auf, du kümmerst dich um den. Aber den müssen wir zuletzt machen, der hat einfach zu viel Abwehr. Wenn wir uns auf den konzentrieren, dann überleben die ganze Zeit und machen die ganze Zeit schön Schaden. Blöd ist jetzt, dass er noch einen HP hat, genau. Deswegen kommt er noch einmal durch. Wird aber wieder eine Hetzjagd auf alle machen. Sehr nice. Ein bisschen bluten. Wo können die eigentlich stehen bleiben? Er hat 8 HP. Dadurch hat er nochmal ein bisschen mehr Ausweich und Abwehr. Und du machst ihn mal platt. Sehr gut. Und nochmal ein Gruppenheal. Ah, come on. Kritisch wäre auch nicht schlimm gewesen. Trotz der hohen Abwehr. Krass, ey. Hier. Stressländerung. Wäre bei ihr auch nicht schlimm. Aber kümmere dich erstmal um den. 2. Ja, reicht noch nicht. Jetzt. Der hat 4. Achso, Gift kam nicht durch, ja. Aber dann war das jetzt auch das letzte, ne? Ja, die letzte Runde. Jetzt brauchen wir nur noch auf ihn hier vorne gehen. Sehr gut. Gruppenheal. Und Action auf ihn hier vorne. Er ist down, wenn er dran ist. Tschüss. Wollen wir einmal Stress lindern? Der Köter da jetzt einmal angreift oder peng. Aber hat er... Warte mal. Warum hat er das nicht bei allen gemacht? Das muss mir... Mal gucken, ob ich gleich nochmal eine Runde dran bin. Die ist jetzt bis 14 HP, das ist in Ordnung. Mach mal 2 bis 3 Schaden. Mach mal Gift. Bei der Abwehr kommt er eh nicht so richtig durch. Und nochmal ein Gruppenheal. Sehr gute Heilerin hier. 3 Schaden ist okay. Damit kommen wir klar. Betäuben. Ich würde ihn gerne nochmal betäuben, um nochmal auf jeden Fall ein bisschen hoch zu heilen und ein bisschen Stress zu lindern. Ja, sehr nice. Dann haben wir nochmal ein bisschen Zeit hier. So, Gruppenheal, ne? Oder? Ja, wir machen Gruppenheal. Ja, jetzt sind wir auch fast voll. Stresslinderung, 66% Chance. Machen wir mal. Ja, sehr gut. Und den Rest müssen wir dann im Lager machen. Nice! Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud.
Ah, wir könnten die Hundeknochen mal nehmen. Schwierig. Die Schlüssel 2. Wir lassen das da. Oh, nice. Ein Raumkampf. Dann können wir hier lang gehen. Hier könnten wir vielleicht nochmal eine Rast machen. Gucken erstmal hier rein. Wir gucken mit ihr. Mit dem Schlüssel. Wie? Unverschlossen. Ah, steht ja da. Erst lesen. Okay. 7 Runden. Krass. Okay, aber ist nicht so schlimm, weil bis wir da hinten sind, sind 7 Runden rum. Mal weiter. Da kommen wir vorbei. Another Mariner. Another Misfortune. Achso. Geheimraum. Und die Dinger sind richtig wertvoll. Uraltes Artefakt. Und ich weiß noch nicht. Alter Schwede, was wir jetzt wegschmeißen. Den brauchen wir nicht. Okay. Scheiße, ich weiß nicht, was ich. Also wie. Die Dinger sind eigentlich auch recht wertvoll, weil du die halt nur in den Instanzen bekommst. Der ist jetzt gestackt auf 4. Zehnmal bewegen, Fähigkeit minus 1 Geschwindigkeit, der ist schlecht. Aber gut, man könnte ihn verkaufen, aber nicht so viel, also nicht für 3,5. Deswegen nehme ich die weg, die sind jetzt alle gewöhnlich. Sind nicht ganz so schlimm. Die Schaufel sollten wir behalten. Und wie viele Runden wäre das? Kann man das nur im Kampf machen? Okay, schade. Ja, und den nehmen wir noch einmal raus. Eieiei, volle Taschen hier. So, weiter geht's. Wartet. Jo. 5 sogar, nice. Nochmal. Schlüssel, okay. Der ist 500. Oh, warte. Hier, einmal reinklicken, einmal gucken. Wer weiß. Da ist eine Falle, da ist ein Kampf. Vielleicht machen wir den Kampf noch und dann rasten wir. Ja. Ich glaube, das macht Sinn. So, Schaufel war die letzte. Schlecht. Eine Fackel. Und noch eine Fackel. Sehr nice. Stacked auf 7. In Radiance may we find victory. Habt ihr noch eine Falle? Nee, ne? Nee. Okay, machen wir einmal den Raumkampf hier. Komm mal her. Oh. Okay, wir fangen an. Fackel plus 6, ja, warum nicht? 2 bis 4. Oh, die ist schon so gestresst. 14, ey, alter Schwede. Die gehen immer auf die rauf, ne? Wir müssen uns gleich wieder schützen lassen. Come on. Yes. So, alle einmal bluten lassen? Oder hier rauf? Hier rauf. Reicht nicht. Scheiße. Ja, deswegen machen wir jetzt noch einmal Gifttauch. Ein Schaden, 1 bis 2. Ein Schaden nur, 3. Ja, reicht nicht. Scheiße. Also, idealerweise greifen wir mit dem Köder einmal mit der Hetzjagd. Nochmal an. Sie schon dran.
Ja gut, aber dann brauchen wir sie eigentlich auch gar nicht mehr angreifen, weil die ist halt beim nächsten Turn down. Betäuben. Den könnten wir betäuben. Den nicht, weil er zu weit hinten steht. Machen wir mal. Der wird jetzt schwierig zu betäuben. Das ist zu stark gerade von der Resi. Heilen oder Schaden? Heilen oder Schaden? Ich glaube, wir machen Heilen wieder. Ziel Schwächen auch. Alter, wer haut uns eigentlich immer das Licht hier weg? Nee, brauchst du ihn ja auch nicht schützen lassen. Gift. Er hat noch 8 Leben, den müsste er jetzt eigentlich töten können. Natürlich. Krustenwall. Er lässt sich schützen, okay. Sie ist down. Kriegt er den mit dem Nee, kriegt er nicht. Also er muss den angreifen. Oh, Bluten widersetzt, na super. Nein, der sollte. Sie sollte sich mal langsam wieder heilen hier. Wobei die sich natürlich jetzt auch, wenn wir die Rast machen, heilen. Betäuben den Typen, das wäre auch mal gut. Ach shit, ja, ist er geschützt. Okay, aber hat trotzdem, ja gut, der hat 25% betäuben. Eigentlich geht das. Jetzt aber, ne? Ja, sehr gut. Da ist er auch nicht dran. Perfekt. Okay, er greift sie ausgewichen. Sehr gut. So, der ist jetzt nicht geschützt. Come on. Kritisch. Und noch einmal. Der ist diese Runde nicht mehr dran, aber wahrscheinlich ist er nach ihm dran. Deswegen hauen wir einmal Gift hier rauf auf ihn. Um auf Nummer sicher zu gehen. Dann ist er nämlich definitiv nicht mehr dran. Wir können uns, brauchen uns nur noch um den hier zu kümmern. Ziel schwächen. Und du auch bitte. 6 HP, nächste Runde ist er down. Du brauchst eine Bandage, ja, brauchst du nicht. Alles gut. Vergiss immer die Hundeknochen, ne? Soll ich mal einsetzen. Das Boss. Du bist auch fällig. Ich glaube, ich heile trotzdem einmal hoch, weil ich glaube, wir kommen ja nicht automatisch auf 100% nur, weil wir rasten. Er ist als letztes dran, er könnte nochmal kritisch treffen. Vielleicht trifft sie ja hier auch kritisch. Nö. Hätte nochmal ein bisschen Stresslinderung gebracht. Gut, das lassen wir da. Und eine Schaufel haben wir nicht. Also deswegen kommen wir hier eigentlich auch nicht ran. Ich könnte es probieren, aber ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Trotzdem. If only treasure could staunch the flow. Lassen wir da. Otherworldly corruption. 9 schon gestackt. Nice. Okay, wir rasten. Oder? Ja, wir rasten. Gut. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Fast alle hochgeheilt. Nochmal ordentlich entstresst. Und 2 Plätze frei. Sehr gut. Wer hat behindert nächtliche Hinterhalte? Darauf müssen wir achten. Dann, was haben wir noch? Gutes Stresslinderung. Stress wird um 10 gelindert. Alle Gefährten sogar. Nice. Ich glaube, das nehmen wir auch.
Sehr gut. Wir haben noch 5. Wir können uns selbst nochmal um 20 Stress lindern. Hast du noch was Gutes? Das wird um 15 gelindert. Sterblichkeitsschwächung entfernt. Haben wir alle nicht. Schaffe ein zufälliges Accessoire. Wäre interessant. Weiß nicht, wie gut er schon ist. Kostet halt 2, dann hätten wir noch 3. Den glaube ich, Stress wird um 15 gelindert. Kostet 4. Wenn nicht, glaube ich, Stress wird um 5 gelindert. Ja. So war gut. Ich glaube, so war am besten. Bin bereit, alles klar. As the light gains purchase. Gut, aber wir sind am Ende einer Folge angekommen. Schon wieder 25 Minuten rum. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Unsere Taschen sind pickepacke voll. Den können wir vielleicht nochmal. Den hätten wir rausnehmen können fürs Gold, ne? Übrigens. Jadestück. Um nochmal ein Stack Gold zusammenzubekommen. Aber, ja. 1.500 Gold ist jetzt auch nicht so krass, muss man gestehen, weil hier haben wir einmal 3.500, 3.500, 3.500, hier haben wir 9. Also so ein Stack Gold, ja, kann man mitnehmen, aber ist jetzt auch kein. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Gonchi. Tschüss.